Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir sind immer noch im Bates Hotel. Wuhuhu. Fall nicht runter. Gleich darfst du erst, gleich. Ich bin ja hier gestorben. Sind wir im Haus? Ne, hier waren wir. Hier drin, ich bin irgendwo gestorben, oder? Du bist im Herrenhaus. Lass mich doch einfach vorgehen. Im Herrenhaus, ja, sag ich doch, im Herrenhaus. Im Keller waren wir doch, ne? Welcome to the Bates Motel. Got a room for everyone. Come in and enjoy our service. Da. Welcome. Das kennt doch keiner, wo du da singst. Nee, Ben ist sowieso mega unbekannt. Aber jetzt läufst du einfach vor, ich weiß gar nicht mehr, wo du hingelaufen bist. Ich bin noch hier, kleiner Heim. Aha, da bist du. Ja, ich hab mir schon Sorgen gemacht. Ich hoffe, es sind keine schnellen Zombies drin. So, und hier liegt dein Pizza. Endlich wieder Zeug. Ich hab sogar einen Mantel angehabt. So. Das Witzige ist, wir haben noch gar nicht die Mutti im Keller gefunden, obwohl wir schon im Keller waren. Vielleicht ist sie auch oben, vielleicht hat er sie noch gar nicht in den Keller gebracht. Hey, Handtasche. Schmerztabletten. Oh, nur mit. Ach, hier geht's auch wieder raus, ne? Hallo. Ja, es hat, glaube ich, da die Tussi gerade kaputt gehauen. Hinter jedem Bild ist was. Oh, ey. Ich bin echt zu blöd, um diese Bilder hier zu zerhauen. Verletzt mich dabei immer total. Wie machst du das, dass man sich dabei verletzt? Keine Ahnung, aber ich zerschlage ein Bild und mir wird gesagt, du verblutest. Dann mach das besser nicht, dann mache ich das lieber. Ja, besser ist es. Sagte sie und zerschlug ein Bild. Ah, Zombie um die Ecke. Warte, ich muss was trinken. Okay. Sehr guter Schuss. Okay, Raum ist clean. Mach die Bilder. Oh! Hinter! Hinterm Sofa! Da habe ich nicht geguckt. Da habe ich jetzt auch nicht mit gerechnet. Krass. Hey, ich muss ja schon nach oben gehen. Oh, mir ist auch richtig hot. Richtig hot. Hier oben geht's wieder. Ich habe sowieso das Gefühl, wir klopfen gleich irgendwo an. In irgendeinem Haus oder Zimmer. Und dann haben wir da gleich Besuch. Steht hier noch einer um die Ecke? Ich mal Bolzen wieder. Oh, hier geht's noch weiter hoch. Ja, ja. Ah, lass uns aber erstmal diese Etage. Dann mache ich hier die Tür zu. Ja. Falls von oben was kommt. Ja, gute Idee.
Ich die Tür zuerst. Na, nehmen wir erstmal ruhig die kaputten Türen. Ups. Aua. Hm. Komm mal her, wir hauen das hier schnell kaputt. Kommt da, ihr Horst. Ah, die sind ein bisschen hektischer unterwegs, ne? Scheiße, weg sind sie. Oh. Die hauen sich hier durch. Ich spring jetzt hier rüber. Oh, ich komm zu dir, ich komm zu dir. Nein, ich fall runter. Oh. Au! Heinrich. Oh, fuck, da ist ein Leuchtebulle. Oh, scheiße. Ich wollte auch rüberspringen zu dir. Ich hab mich voll versprungen und unten sind die Minen gewesen. Ja, ich hab hier unten einen Leuchtebogen. Scheiße. Verlochen bin ich aus dem Spiel geflogen. Wie, du bist aus dem Spiel? Ich bin aus dem Spiel geflogen. Das Spiel hat sich beendet, warum auch immer. Och, Manu. Nein! Schrei die so rum, meine Ohren. Hilfe! Du musst das überleben. Nein. Wo geht's hier raus? Ich will hier raus. Stirb, du Bulle. Oh, fuck, 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 oh. Mami, oh, Tür zu. Oh. Waren wir da überhaupt schon da, wo du langläufst, ja, ne? Ja. Scheiße. Jetzt darf ich da wieder hinfahren, verdammte Axt. Ah, wo geht's hier raus? Wo ist der Ausgang? Alter Scheiß. Ja, aber ich denke mal, wenn das... Oh, ich bin nochmal gestorben. Hä? Ach so. Das Spiel hat irgendwo schon abgekackt, als ich gestorben bin. Ah. Jetzt sehe ich nochmal, dass ich gestorben bin und, keine Ahnung. Erscheine auf dem Bett, ja. Wir haben ja noch nicht alle Fahrzeuge da, das ist ja ein Vorteil. So. Hast du sie schon getötet? Nee, ich bin gerade erstmal vor denen geflüchtet, bevor die mich töten. Da muss ich mir eine Waffe mitnehmen. Ich versuche mal die Nagelpistole. Oh, da kommen sie. Nagelpistole. Ah. Wechsel die Waffe, du blöde Kuh! Na, ich glaube, wir kommen da nicht weg, du. Nein! Ui. Lad! Lad! Oh Gott. Drama, Baby, Drama. Ja, total Drama. Mich ein Mob? Nur noch irgendwo dieser bekackte Leuchtebulle. Diese Mopeds kannst du ja auch, kann man ja auch aufnehmen, ne? Prinzipiell ja, die müssen halt leer sein. Jo. Weil mit dem Moped bin ich, glaube ich, schneller als mit dem Fahrrad. Ja, vor allem das Fahrrad steht hier ja schon. Ne, ich habe zwei Fahrräder. Achso. Aber dafür hast du keins. Das heißt dann hier wieder rüber, runter, wo bin ich?
Ja, sorry, dass ich wieder gestorben bin. Ich hab's halt nicht drauf, gerade eben. Aber es ist immer so bei uns, ne? Einer krepiert immer irgendwie. Ich weiß nur nicht, wo jetzt dieser Leuchtebulle ist. Ja, wenn du sie rauslockst, ein bisschen weglockst, ist ja gar nicht verkehrt. Ja, ich versuch's gerade. Aber dadurch, dass ich in den Keller gerannt bin, gehe ich davon aus, dass die jetzt sich gerade eher so im Keller befinden. Ja, da kommen sie auch schlecht raus, ne? Die buddeln sich ja höchstens noch weiter in die Erde rein. Das Haus ist auf jeden Fall von innen schon gut bearbeitet. Beim Bates Hotel stehen auch irgendwo unsere Motorräder, ne? Ja. Gut. Also dein Fahrrad steht auf dem Parkplatz. Hier irgendwo ist was. Ich höre das doch. Ach, da ist jemand. Na, Vogel, du dreckiger. Ah, ich höre auf jeden Fall den Bullen. Jetzt irgendwo im Keller. In den ich mich jetzt natürlich nicht reintraue, weil der leuchtet und der rennt und der kotzt. Er müsste ja aber verletzt sein, oder? Hast du bestimmt ein paar Mal auf den geschossen. Ich habe den schon ein paar Mal. So, jetzt will ich mal wissen, ich habe eine Nagelpistole. Zielen ist für den Arsch. Wow, eine Killerwaffe. Zehn Nägel, das von mir lebt. Krieg ich meine Nägel wieder? Nee. Die Nagelpistole ist sowas von scheiße. Haben wir das auch mal getestet. Okay, das ist irgendwo in der Nähe vom Haus auf jeden Fall. Ach, vom Hotel. Ah, es klingt schon sehr nah. Ab, da ist er. Ah, oh, der kommt nicht aus dem Keller raus. Ups. Da wollte man lang. Da bin ich die Leiter kaputt gekotzt. Tja. Er versucht jetzt. Ah, ich habe mich total verfahren. Es rennt aber bestimmt wieder zurück zum Haus. Scheiß drum drauf. Querbeet. Wupp, da kommt da Scheiße. Oh, stirb doch! Huhu! Oh. Gott sei Dank. Hast du ihn gekillt? Naja, er ist explodiert. Naja, ist ja auch nicht verkehrt. Hauptsache, er ist weg. Er ist weg. Der Weg ist jetzt wieder frei. Ja, ich bin gerade im verbrannten Gebiet und rauche noch ein bisschen. Ja, ich schaue mich vorsichtig hier noch ein bisschen in der ersten Etage. Müsste ja jetzt ziemlich leer sein eigentlich. Ja, ist da, wo ich reingesprungen bin, ist da noch alles heile oder ist da alles in die Luft gejagt? Ach so. Da waren ja zwei Minen oder drei, glaube ich sogar. Ja. Sagen wir es mal so, der, Ach, schon wieder? Ich bin zu blöd, um Bilder zu zerstören.
Der Polizist hat ja auch hier ordentlich zerstört durch seine Hundekotze. Hm. Deswegen kann ich nicht sagen, was von dir stammt. Aber die Minen sind im Arsch, ne? Die sind da, weil es waren wieder 2-3. Nicht, dass ich gleich hinlaufe und nochmal sterbe, weil ich nicht drauf achte. Ich darf jetzt auf jeden Fall nicht mehr sterben, ey. Ich habe jetzt nur maximal... Maximalleben von 110. Das ist ja nichts. Ich war mal bei 140 oder so. Ich habe maximal 150. 150? Maximal, wird mal Zeit, dass du wieder stirbst. Oh. Also die Bomben scheinen jetzt alle weg zu sein. Also die... Das ist doch schon mal etwas. Hä, jetzt bin ich wieder bei 120? Okay. Du heilst ja. Ja, meine Ausdauer halt aber nicht. Die ist noch bei 110. So. Ich bin demnächst im Wüstengebiet. Was denn? Hä? Hä? Wenn ich mit diesem Stacheldrahtknüppel haue, habe ich ganz oft das Problem, dass ich verblute. Ich habe jetzt gerade hier auf einer Dings, auf einen Vorhang geschlagen. Tja, liegt wohl am Stacheldraht, ja? Ich habe einen Stachel-Baseballschläger, ich habe nicht das Problem. Sind ja einige das einzige Problem, was ich gleich habe, ich habe keinen Sprit mehr. Oh, das ist wirklich nicht 16% noch. Schaffst du 15? Schaffst du. Jetzt links. Warte mal. Hier ist ein Drop. Hier auf dem Hügel. Nee. Den Drop nehme ich mal mit, wenn der hier schon liegt. Ja, klar. Zu erwarten war da fast nur Futter drin. Hm. Jetzt habe ich noch ein Scharfschützengewehr statt die Nagelpistole. Fick deine Mama. Du dummer Zombie, du. Schlange! Aha! Ich habe am nichts, um dich auseinanderzunehmen. So, wie ist es denn gleich noch? Ah, falsch abgebogen, dran. Falsch abgebogen, falsch abgebogen. Und so geht's weiter. So, ich fahre, glaube ich, habe ich so einen Schrottplatz vorbei oder so. Ja, muss auch eine Einladung. Einladung nehme ich gleich an, ja, ja. Dass man sich da mal wieder einladen muss, wenn man gestorben ist. Nee, nicht weil du gestorben bist, sondern weil du aus dem Spiel raus warst. Hm. Stimmt, das habe ich gerade vergessen. Juhu, ich bin wieder da. Und ich fahre mal meinen Töff-Töff gleich zu meinem Motorrad.
nehmen. Ich glaube, das müsste meins sein. Oh, fuck! Was heißt hier fuck? Fuck heißt Leuchteviecher. Fuck. Ist der Ausgang da? Oh, ich kann noch weniger tragen als vorher. Ja. Oh, nee, das kann nicht wahr sein. Einfach mal schießen. Ich musste mich verbinden, weil ich wieder am Verbluten war. Hab's doch erschossen. Aber irgendwo ist hier noch was. Ja, ja. Hört sich an wie ein Keller, oder? Scheiße. Was ist? Ich hab zu viel Klamottos. Meist das raus. Muss noch mal zum Motorrad, dann kann ich dir gleich helfen. Ist okay. Ich bin gerade übelst überladen, weil mir jetzt 10 Slots fehlen oder so. Nee. Bin sowieso fast durch. Hab ich noch was zum Stacken? Wow. Ah, der ist schnell. Schon wieder ein schneller? Ja, ein schneller Fetter. Würde ich schießen. Würde ich schießen. Oh. Schnell? Bist du oben oder unten? Ich bin oben. Ah, hier ist gefährlich. Hui! Ja, ganz oben waren wir noch nicht, ne? Mhm. Egal was da kommt, ich nehme gleich die Flinte. Was denn? Ich habe einen Wildbret-Eintopf gefunden. Wow, also hier geht's nach unten. Hier ist auch ein Rucksack. Muffiger, hier war's glaube ich schon, ne? Da alles leer. Ich war hier oben auch schon.
Da ist auch alles im Appa kaputto. Ja, genau, auf der Seite. Oh. Genau, da wäre ich jetzt auch. Jo, hier war ich schon. Dann habe ich davon nichts mitgekriegt von diesem Bates Hotel. Bin nur verreckt. Traurig. Jo. Scheiß Bates Hotel. Ich guck nie wieder die Filme. Was denn? Filme? Das ist ein Film. Ja. Es gibt nur einen Film. Ja. Was wurden mehr gedreht? Ich weiß, aber es gibt nur einen Film. So, also ich bin auch voll. Ja, mein Motorrad ist auch voll. Ich muss mal meine ganzen Fahrzeuge zurückbringen. Ja. Also ein Motorrad steht hier. Ja, dann könnte man. Warte mal. Chip, 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 chip. Schrottplatz. Willst du noch einmal zur Stadt rüberfahren, oder? Nee, nee, aber wir bräuchten hier mal irgendwo ein Gebiet hier, ein Gebäude, wo wir übernachten können. Ich würde eigentlich tatsächlich langsam gerne nach Hause fahren. Ja, ich weiß, aber. Hier auf dem Rückweg, ich will nur ganz kurz hier bei diesem Gebäude. Nur gucken. Ah, ich folge dir. Weil ich bin das letzte Mal nachts durch lang gefahren und vorhin. Oh, falsch rum, scheiße. Ups. Andere Richtung meine ich. Okay. Weil wenn wir da den Zaun im Heile lassen, quasi, dann haben wir eine gute Verteidigung gegen Zombies in der Nacht. Ich komme ja nicht hin da. Scheint aber auch ein bisschen größer zu sein. Oh ja. War ja nur so eine Idee. Ja, aber jetzt würde ich tatsächlich erst nochmal wieder einen Tag zurück, weil ich habe jetzt schon zwei Nächte. Nee, heute nicht, gemacht. Heute nicht, heute nicht. Ich meine nur. Ich bin so unfassbar voll. Ich meine, das könnte unser Rückzugort werden, weißt du? Bevor wir in die Stadt fahren. Ja, generell. Da können wir uns halbwegs gut verteidigen. Ja. Weil die Fahrerei hier nervt echt hin und her. Ja, ja. Und wenn wir schon bei Bates Hotel so häufig verrecken, will ich gar nicht wissen, wie oft wir in der Stadt verrecken. Da hast du recht. Hui! Ja, das habt ihr erst gesehen, wie ich hergefahren bin und aber wenn ich gestorben bin, kannst du es ja bestimmt so schnell, dass ich dann auf dem kleinen Bildschirm bin unten rechts. Boah, das lässt sich einrichten. Denn ich sag's immer wieder, die Bearbeitung der Videos macht die Mathilde. Zumindest für 7 Days of Die oder so. To Die, ja. Hui! Hier müssen wir ja jetzt irgendwann nachts. Macht der Zombie, wenn man ihn anfährt. ja, hier die nächste können wir zum Beispiel. Ey, du hast mich voll weggedrängt. Ich hab den Zombie überfahren. Nee, du hast mich weggedrängt, damit du ihn überfahren kannst. Ich wollte ihn überfahren. Ich hab dich überhaupt nicht weggedrängt. Auf meinem Bildschirm warst du überhaupt nicht zu sehen. Ach, pappelepapp. Hat man dir als Kind nicht verboten, dass du nicht beigebracht, dass du nicht lügen sollst? Wir haben schon mal festgestellt, dass das nicht hundertprozentig synchron ist. Ach, das haben die ab. Das haben die doch schon längst ausgebessert. Letzte Woche haben die das gemacht. Du lügst doch. Ich lüge. Was fährst du denn da schon wieder? Ey! Ja, das ist wirklich nicht synchron. Ah, hier war ja ein Händler.
bin nochmal drüber gefahren, was du umgefahren hast. Double Kill. Nächste blutrote Nacht war Tag 63 oder so, ne? Mhm. Ja, dann sollten wir vielleicht doch an der Verteidigung... Ach ne, wir wollten ja eben mit dem Moped rumfahren, ne? Ja, aber wir könnten an unserer Bergfestung vielleicht so ein bisschen arbeiten. Und ich habe tatsächlich noch eine Mission. Seit 4 oder 5 Tagen. Bei der Bergfestung? Nee, nicht bei der Bergfestung. Haben wir die Bergfestung von außen schon bearbeitet? Nein. Wir haben ja nur angefangen reinzukuddeln. Mehr haben wir da eigentlich noch nicht gemacht. Ja, schade, dann hätte man ja nachts noch arbeiten können. Wo kann man ja so auch. Du brauchst ja nur Betonblöcke, ne? Ja, und Betonblöcke müssten eigentlich schon fast fertig sein. Ich habe nämlich welche in Auftrag gegeben. Eine Schmiede brauchen wir da, eine Feuerstelle zur Not. Ja, Nicht falsch abgebogen? Nee. Ein Dings, wie heißt es gleich? Aber eine Werkbank? Mhm. So, dass man Waffen und Essen und so zu machen kann. Genau. Das wird aber keine Zweitbasis, es wird nur so die blutige Nachtbasis. Genau. Home sweet home. Ach, ich war schon lange nicht hier. Ah! So, wo? Oh, Alter! Was denn? Hast du gemacht? Ich bin gerade voll in die Luft geflogen. Wo konnte man denn hier... Wo kam man hier wieder rein? Bei unserem Aufgang. Ah. Dann packe ich hier erstmal die Fahrzeuge raus. Oh oh. Was ist oh oh? Zombies im Haus? Ach nee, doch nicht im Haus. Oh, ich dachte erst im Haus. Weil hier die Treppe, unsere Aufgetreppe, die war leider nicht weg. Aber der fette Tourist ist außerhalb der Basis. Ja, wenn da nichts ist, dann kommt der ja auch nicht, ne? Nein. So, schön beladen mit Waffen und Essen. Vielleicht schaffe ich den nochmal zu entladen. Na, das hoffe ich auch. Oh, warte mal, Essen hätte ich eigentlich drinnen lassen können. Egal. Ich entlade es erstmal. Schmiede und so können wir ja hier vorbereiten. Ja, würde ich ganz dringend. Ah, habe ich schon erwähnt, dass die Nagelpistole scheiße ist? Ich glaube. Gut, ich wollte es nur noch mal erwähnt haben. Um ganz sicher zu gehen. Ich glaube, du hattest irgendwie sowas gesagt. Irgendwo ist einer. Hm.
Fantastisch. Ja, da leuchtet nämlich was. So viel zu noch heute fertig entladen. Ja, krepiert auch nicht. Noch nicht gestorben, ne? Nein. Jetzt ist sie gestorben. Ups, ich hab die Fackel ausgeschossen. An den Kopf vorbei und dann leider die Fackel getroffen. Ja, ich glaube, mit dem Entladen, das wird heute wirklich nichts mehr. Scheiße, scheiße, scheiße. So, auf deiner Seite? Ja. Oh, ich komme jetzt auch. Ich hab's geschafft, mein Moped ist leer. Super, meins nicht. Und hopp. Und hopp, und hopp, und hopp, und hopp. Hopp, 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 hopp. Ja, ich bin ja schwer beladen. Ja, ich auch. Okay, ja. Morgen wird es ein bisschen ruhiger. Sehr schön. Oh, der hat mich einfach genervt. Also morgen bauen wir die Basis weiter aus, ja? Würde ich sagen. Gut. Dann, ja. Haben wir nichts mehr zu tun. Wir bereiten nur ein bisschen vor. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr ja mal gerne ein Like da lassen. Einen Kommentar. Das ist eure Aufgabe. Und ja. Unsere Aufgabe ist, diese Nacht zu überstehen. Also, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.